sagen, jo, sind jetzt einigermaßen in der Spur. Und klar, das 1:1 gegen Mönchengladbach zu Hause, auch mit der Thematik U23, das Fass machen wir jetzt nicht nochmal neu auf. Schwierig, aber dann hat man dann nachgelegt in Strahlen, die jetzt auch nicht glänzen derzeit, 2:0 gewonnen. Somit steht man nach 5 Spielen mit 4 Siegen und einem Unentschieden da. Das sieht auf dem Papier gut aus. Fühlt es sich denn auch an und welchen Anteil daran haben die Neuzugänge? Also, es fühlt sich, glaube ich, für Münster wirklich gut an, dass man da gerade der Saisonstart ist ja gerade bei den Top-Teams, Top-Favoriten immer ganz, ganz wichtig, dass der auch hinhaut. Preußen Münster hat das jetzt sehr, sehr gut gelöst bis dahin und hat noch keine Niederlage kassiert. Die Neuzugänge, ich glaube, im Prinzip alle weitestgehend mehr oder minder eingeschlagen. Du hast gerade eben Andrew Wooten angesprochen. 6 Scorerpunkte in 5 Spielen, 3 Tore, 3 Vorlagen gemacht. Marc Lorenz hinten rechts als Verteidiger vom KSC gekommen, zurück zu den Adlern, spielt direkt im Stamm. Dennis Grote ist wieder zurückgekehrt, und ist direkt wieder einsatzfähig, ist direkt wieder auf der 6 unterwegs. Also, da gibt es eigentlich keinen. Wer mich am meisten mittlerweile, muss ich sagen, bei den Münsteranern sogar noch überrascht hat, ist Yassine Bouchamar, den man von Homberg geholt hat, der auch tatsächlich einen sehr guten Anteil bis jetzt hat. Der hat nicht alle Spiele oder nicht alle Minuten gemacht, aber der Junge fühlt sich da sichtlich wohl in Münster und trägt tatsächlich dazu bei, das hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, und da offensiv richtig gut unterwegs zu sein. Und in der Defensive hast du ja beispielsweise mit Alexander Hahn noch jemanden verpflichtet, der da in der Innenverteidigung wieder für Ruhe und Sicherheit sorgt, nachdem dann beispielsweise so Leute wie Robin Ziegle oder Marcel Hoffmeier gegangen sind. Also es ist ja nicht so, dass Münster nicht auch einen starken Aderlass gehabt hat, ne? Also die haben Verteidiger, die haben Spieler gehabt wie Luke Hemmerich, wie Julian Schauerte, die gegangen sind, Dominik Flann ist in die dritte Liga gegangen, Jules Schwadorf, Marvin Thiel, Manuel Farona Pulido, die wirklich auch immer sehr nah an der ersten Mannschaft dran gewesen sind, wo du gedacht hast, puh, das ist schon hart gewesen. Das hat die Münsteraner ordentlich getroffen. Und ich habe auch lange Zeit in der Sommertransferperiode gedacht, boah, bis jetzt haben sie es aber noch nicht wirklich gut aufgefangen. Und auf einmal ging es los. Dann ging dieser Transfer-Dreierpack los mit Uwe Jatva von RWO, mit Bouchamar und mit Alexander Hahn. Und dann kamen sie alle. Dann kam ein Marc Lorenz, dann kam Dennis Grote, dann Andrew Wooten. Und auf einmal hast du einen Kader da stehen, wo du dir denkst, holla die Waldfee, Es gab doch damit kann man nicht holen. dieses Transfer-Trio um Bouchamar, Hahn und Uwe Jatva war das ja, von Uwe RWO. Jatva, 3 Stück an einem Tag präsentiert. Da hat man mal einfach Genau. schön und kräftig nachgelegt, um mal so ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen. Nicht, dass das Ganz jetzt genau. unbedingt die größten Namen in der Regionalliga sind, aber es sind mit Sicherheit arrivierte Kräfte, die zum mittlerweile auch Stammpersonal gehören oder beziehungsweise sogar von Anfang an und die mit Sicherheit dazu beitragen, dass das Gesamtgebilde stimmig ist. Und darauf kommt es Ja. meiner Meinung nach an, denn du hast absolute Topspieler in dieser Mannschaft, du hast Führungsspieler, du hast erfahrene Spieler mit Lorenz und mit Grote, darüber brauchen wir nicht ansatzweise sprechen. Und dann geht es ja darum, dass du dein Kollektiv zusammenhältst, also auch Remberg, den ich dort als extrem starken Spieler sehe. Also du hast einen gewissen Kern, den du zusammengehalten hast. Klar, du hast arrivierte Kräfte abgegeben, das hast du angesprochen. Aber du hast genauso gut auch Symbolfiguren in der Mannschaft behalten. Ich meine, über Schulze Nios brauchen wir gar nicht mehr sprechen, über Scherda brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Langlitz, also ich glaube, die haben alle schon eine Statue da stehen. Dann hast du es aber wirklich, kannst du es kompensieren mit Leuten, jungen Leuten, wie Remberg, wie ich gerade sagte. Du hast noch einen Daube, der schwer verletzt war letztes Jahr, der irgendwann auch nochmal hoffentlich zurückkommt. Und du hast ultra talentierte Spieler aus meiner Sicht mit Teklapp, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Detas, den ich am Anfang zu seiner Zeit in Münster extrem stark gesehen habe damals. Ich kann mich nur an das Spiel gegen Rot-Weiß Essen letzte Saison erinnern. Da hat er aufgedreht, hat in der ersten Halbzeit 2 Tore gemacht. Also Wahnsinnsspieler. Und dann wirklich halt mit diesen sinnvoll gezielten Verstärkungen um Wooten, um
Grote hast du zurückgeholt. Der saß am Anfang erstmal ein, zwei Spiele auf der Bank. Der findet jetzt wahrscheinlich nach und nach seine Position. Ja, also damit bist du einfach top, top, top. Damit hast du für mich in meinen Augen wahrscheinlich den besten Kader der Regionalliga West. Und wenn du damit nicht ganz oben mitspielst, hast du einiges falsch gemacht. Aber ich glaube, Münster wird das ganz gut ziehen und wird da auch eine sehr, sehr große Rolle spielen, was den Aufstieg angeht. Also ganz stark gemacht von den Verantwortlichen da in Münster rund um Sascha Hildmann und Peter Niemeyer, was sie da wieder für einen Kader zusammengestellt haben. Genau, wir sehen es nämlich schon. Also auch dort im Hintergrund nochmal zu sehen, die letzte Aufstellung der Partie gegen Strahlen. Also da haben wir ein 4-3-3 offiziell vom Kicker. Ich glaube, insgesamt ist es ein bisschen anders dargestellt, weil ich kann mir, hat Detas auf der 8 gespielt? Spielt ein Detas auf der 8? Ist es nicht eher ein 4-2-3-1 wahrscheinlich so rum? Ja. Auch nicht schlimm? Oder doppelt, ja. Auch nicht schlimm, deswegen Glückwunsch an die Preußen zum Sieg zum einen und wir sehen schon auch im Hintergrund bei uns in den Grafiken, vielen Dank an den Grafiker bei uns an dieser Stelle. Wir sehen schon das halbe Preußenstadion, denn letztendlich ist es auch so, das gehört auch zu so einem Verein. Da wird jetzt demnächst mal richtig geackert, da sind schon die Bagger angerollt, das Stadion wird umgebaut, beziehungsweise auch erweitert, modernisiert, wie man ja so schön sagt. Ich glaube, das tut der ganzen Stadt Münster, dem ganzen Verein Preußen Münster richtig, richtig gut. Und Sven, wenn ich jetzt schon sagen würde, sind wir schon durch, dann müsstest du sagen, hey, stopp, da gibt es noch einen Verein, den haben wir noch gar nicht beleuchtet. Darüber müssen wir sprechen. Welcher könnte denn das wohl sein?